Traunsee zieht dieser respekteinflößende Koloss immer wieder alle Blicke auf sich. Manche Menschen sind ihm richtig gehend verfallen. 5-mal an einem Tag hat ihn einer schon bestiegen. Vom Gipfel des Traunsteins aus sieht die Welt klein und bescheiden aus und überschaubar. Aber zum Bergsteiger, da muss man schon geboren sein. Mir genügt schon der Blick hier vom Gmundner Berg aus. Bei einem Abenteuer dieser Art hängt man sich am besten an die Fersen eines traunsteinerfahrenen Bergsteigers. Der 82-jährige Max Pillichshammer ist so einer. Der Traunstein ist insofern ein besonderer Berg. Er ist unter dem Volksmund als Knierbeißer bekannt, weil er ist nicht einfach zu besteigen. Manche nehmen ihn zu leicht und es haben auch viele schon das Leben lassen müssen herum. Er ist kein leichter Berg, man braucht eine gewisse Kondition. Ich bin nicht so voreingenommen, aber aufgrund von meinem hohen Alter, muss ich sagen, habe ich viele Besteigungen gemacht in ältesten Jahren. Ich bin mindestens einige hundert Mal oder 350 Mal herum gewesen. Das sagt alles, weil man ja doch, wie es bei mir war, in jungen Jahren das gar nicht so machen hat können, wo die Kriegsjahre waren, nicht? Und ich gehe immer gern herauf. Wie gesagt, es zieht mich die Landschaft in erster Linie herauf. Und die Bergfreunde, die was ich da kennengelernt habe, die sind auch nicht zum Unterschätzen. Also ich bin nie, also so oft ich raufkomme, weil mein Gattin geht vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mit rauf. Aber sonst bin ich viel allein oder mit anderen mitgegangen. Aber herum war ich nie allein. Bei so großer außerehelicher Liebe fragt man sich, ob seine Ehefrau nicht eifersüchtig ist. Warum soll sie eifersüchtig sein? In dem Alter, erstens einmal kommt das sowieso nicht in Betracht, dass einem was einfallen könnte. Sie freut sich, wenn ich mich in der Freizeit, wenn ich was auch erleben kann. Ich bin weniger für Reisen. Die Berge sind mir halt alles und unter anderem eben der Traunstein. Wieder auf Seeniveau zurück, darf die vorherrschende Flaute nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Traunsee bei richtiger Belüftung ganz schön in Rage kommen kann. Der Segler trifft hier vereinfacht gesagt auf zwei Winde. Am Morgen bringt ihn der Südwind oder auch Oberwind in den Norden des Sees. Und bald darauf der Niederwind, wie der Nordwind genannt wird, wieder nach Hause zurück. Bleibt dieser aus, besteht ja immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit der alten Gisela heimzufahren. Und dann gibt's hier auch noch den gefährlichen Fichtauer. Ein gefürchteter Gewittersturm, der aus der Fichtau kommt und das Wasser meterhoch aufpeitschen kann. Bei so einer Wetterlage werden See und Berg zu einer Einheit, die den Menschen in seine Schranken weist. Doch meistens zeigt sich der Traunsee von seiner sanften Seite, verträumt und lieblich. Und so behält man ihn auch in Erinnerung. Als Schauspieler hat man sich ans Abschiednehmen gewöhnt. Der Film ist abgedreht, die nächste Arbeit wartet bereits. Ja, aber so einfach ist das nicht. Man hat sein Herz und seine Gefühle
in Menschen, in eine Geschichte, in einen Ort investiert. Naja, die Kollegen sieht man vielleicht einmal wieder. Der Film läuft später einmal im Fernsehen. Aber der Ort, der bleibt mit den Gefühlen verbunden zurück.